Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Schwarze Auge Drakensang, wo wir uns heute den Rattelshof mal ein bisschen genauer umsehen. Zwischendurch habe ich offscreen allerdings nochmal einen kleinen Trip zurück nach Talon gemacht und habe den Jägermeister außerhalb der Stadt nochmal aufgesucht, weil ich zum einen dem guten Trall da Tierkunde beibringen wollte, damit wir das nächste Mal, wenn wir hier in der Wildnis irgendwelchen wilden Tieren begegnen, denen das Fell wieder so richtig schön über die Ohren ziehen können, wie sich das gehört in so einer Situation. Und außerdem habe ich die Chance auch gleich genutzt, um Jost noch ein, zwei Bogenschützenfähigkeiten beizubringen, damit er im Kampf im Zweifelsfall dann vom Stab des Valonion auch auf den Scharfschützen umsteigen kann. Für mehr haben die Punkte leider nicht gereicht. Außerdem müsste er seinen Fernkampf-Basiswert erstmal steigern, bevor er das überhaupt lernen kann. Und da müsste ich einiges an Punkten investieren, tatsächlich. Ich habe auch kurz darüber nachgedacht, ob ich mit Sinway gleich nochmal zum Hauptmann der Wache strotzen soll, um ihr den Klingensturm noch beizubringen. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich mir gedacht habe, jetzt nach dem Goblin-Überfall könnte es sein, dass der Hauptmann der Wache eventuell irgendwelchen besonderen Dialog hat oder sowas. Und das das würde ich mir dann lieber für irgendeine zukünftige Folge aufheben, wenn wir dann sowieso mal nach Talon zurückkehren und mit dem reden und damit ihr da im Zweifelsfall mit dabei seid. So, und jetzt gucken wir mal, was genau hier auf dem Rattelshof eigentlich passiert ist. Alfuchut, hier stinkt es ja erbärmlich. Allein dafür gehört ihm der Gar ausgemacht, was immer es auch war. Sieht aus wie ein Drache. Also mit dem Feuer und so. Nochmal. Er ist das wieder. Halali, er hat da richtig gewütet, oder? Ich sag mal so, so wie es hier aussieht, werdet ihr die paar Fässer, die den Angriff überstanden haben, wohl nicht vermissen, oder? Ja, dann gehen wir dann hin. Die Schweine leben noch, das ist doch schon mal was. Werkbank und Amboss hätten wir hier vor Ort. Ich stelle mir gerade vor, wie der Bauer da steht und uns dabei zuguckt, wie wir erstmal angelaufen kommen. Und dann erstmal die ganzen Fässer zerstören und in den Truhen wühlen. Und irgendwann wenden wir unsere Aufmerksamkeit dann dem armen Mann zu, der da vor den Trümmern seines Hofes steht. Abenteurer sind manchmal schon so richtige Arschlöcher, oder? Ganz besonders schlimm in Videospielen tatsächlich. Ich habe immer noch nicht geguckt, was man alchemistisch so erreichen könnte. Muss ich bei Gelegenheit auch endlich mal machen. Vor allem, weil wir ja jetzt auch noch Auralia in der Truppe haben. Ich habe die ganzen alchemistischen Zutaten ja zu Hause. Ich müsste nur mal durch die Rezepte gucken. Aber da hatte ich bis jetzt die Muße noch nicht zu. Gibt's irgendwelche alchemistischen Rezepte, die ihr empfehlen könnt? Also jetzt abgesehen vom offensichtlichen, sprich Einbärentrank und Heiltrank und Zaubertrank. Es ist eine Tragödie, sag ich euch. Seht euch bloß einmal diese Zerstörung an. Seid ihr Bauer Ebergrütz? Ich habe gerade einen eurer Knechte gefunden. Wirklich? Geht es ihm gut? Er hat sich das Bein verletzt und konnte nicht aufstehen, aber ich konnte ihm helfen.
Das war überaus gütig von euch, Fremde. Hier nehmt das als Zeichen meines Dankes. Ach, beruhigt euch erst einmal und erzählt in aller Ruhe, was geschehen ist. Eine schreckliche Bestie, ein großer, stinkender Wurm tauchte plötzlich aus dem Wald auf und hat hier gewütet. Er hat Menschen und Schweine gerissen, den Hof verwüstet und dann brach auch noch plötzlich ein Feuer aus. Und dann verschwand er ebenso schnell, wie er aufgetaucht war. Habt ihr keine Angst, die Bestie könnte zurückkommen? Natürlich schon. Sie ist hier ja auf keine Gegenwehr gestoßen. Wenn sie wieder hungrig ist, wird sie sicher wieder herkommen. Tja, also, sieht aus, als würdet ihr in echten Schwierigkeiten stecken. Das kann man wohl sagen. Alles ist dahin. Der Hof zerstört, meine Bauern verschwunden und jederzeit kann dieses Untier wieder angreifen. Wollt ihr mir nicht helfen? Mit eurer Hilfe könnten wir den Rattelshof vielleicht vor dem Untergang retten. Was gibt es denn alles zu tun? Also, bei dem Angriff sind viele meiner Bauern geflohen und bis jetzt nicht zurückgekehrt. Der Wald ist nicht sicher. Und ich befürchte, sie könnten von Wölfen angefallen worden sein. Oder vielleicht sind sie streunenden Goblins in die Hände gefallen. Sucht im Wald bitte nach Spuren meiner Leute und rettet sie. Und dann ist da noch die Bestie. Jemand muss sie finden und zur Strecke bringen. Sonst sind wir hier unseres Lebens nie mehr sicher. Ich weiß, ich verlange viel von euch, aber würdet ihr das für mich tun? Seid unbesorgt. Ich werde euch helfen. Wirklich? Ihr seid wahrhaft edelmütig. Dann hört gut zu. Ein anderer großer Held hält sich auch hier in der Nähe aus. Der Ritter Parzalon von Streitzig. Ist das nicht dieser Idiot aus Avestreu? Er war während des Angriffes nicht hier. Er wollte alleine im Wald trainieren. Sagte, er brauche die Abgeschiedenheit dazu. Sucht ihn westlich von hier. Vielleicht hat er die Bestie gesehen oder kann ich im Kampf zur Seite stehen. Meine Leute sind Richtung Osten geflohen. Sicherlich haben sie Schutz in der kleinen Schlucht im Südosten gesucht. Am besten beginnt ihr dort mit der Suche. Wartet. Ich zeichne euch die Schlucht auf der Karte ein. Ich werde daran denken. Lebt wohl. Ich kehre zurück, sobald es etwas zu berichten gibt. Und wir hatten hier Level-Ups. Jost auf jeden Fall. Hier? Jawohl. Nasreddin noch Stufe 11. Eieiei. Der Rattelshof, der größte Bauernhof des Tals, steckt in Schwierigkeiten. Ich habe Ebergrütz getroffen. Sein Hof wurde von einer Bestie angegriffen und viele Bauern werden vermisst. Bei dem Angriff auf den Hof sind die meisten Bauern geflüchtet und noch nicht zurückgekommen. Ebergrütz macht sich Sorgen um sein Gesinde und hat mich gebeten, nach ihnen zu suchen. Ebergrütz hat mir von einer Schlucht in der Nähe erzählt, wo die Bauern sich für gewöhnlich zurückziehen, wenn Gefahr droht. Dort gibt es Unterstände und ein paar Vorräte. Ich sollte meine Suche nach den Bauern dort anfangen und irgendwas gibt mir das Gefühl, dass die Situation wahrscheinlich nicht so einfach ist, wie sie auf den ersten Blick scheint. Der Rattelshof wurde fast vollständig von einer Bestie zerstört, die sich danach wieder in die Wälder zurückgezogen hat. Solange das Vieh lebt, ist der Bauernhof nicht sicher. Parzalon ist auch hier in der Nähe. Laut Ebergrütz war er gerade im Wald, als das Biest angriff. Vielleicht hat er gesehen, wohin es verschwunden ist. Okay. Als erstes. Ich mir die Fässer da nördlich bei den Schweinen noch holen. Und das Kraut, das mich schon seit der letzten Folge anlacht. Und mit dem ich natürlich bis zu dieser Folge gewartet habe, damit wir es onscreen ernten können. Weil ich weiß, dass das für euch immer ein Highlight der Folgen ist. Ah.
Würselkraut, richtig geil. Kein Platz im Inventar hätte, hätte ich wahrscheinlich die Heiltränke rausgeworfen oder so. Braucht doch keiner. Ich glaube übrigens, ich habe meinen Einbärenvorrat aufgebraucht inzwischen. Und so komplett in Einbärensäfte investiert. Auf jeden Fall habe ich 50 davon zu Hause vorbereitet gehabt. Das ist allerdings das Einzige, was ich vorbereitet hatte. Weil ich dafür alle Zutaten direkt vor Ort hatte. Ich hatte, das war der Moment, da war ich schon 2 Stunden mit hin und her laufen und Ausrüstung suchen und sonst was alles beschäftigt. Also der Punkt, da hatte ich keine Lust mehr, mich noch großartig damit zu beschäftigen. Da habe ich einfach nur das Offensichtlichste zubereitet, was ich gerade da hatte. Und habe es dabei erstmal bewahren lassen. Parksalon wird von Wölfen angegriffen. Oh, ich hätte Jost vielleicht nicht mehr, wenn ich schnell, egal. Oh, dass das immer so lange eingeblendet bleibt, ne? Das nervt mich tierisch. Ich habe Parzalon gefunden. Scheint, als hätte er Schwierigkeiten. Parzalon hat die Bestie tatsächlich gesehen und kennt ihr Versteck. Ich bin ehrlich beeindruckt. Und das alles, ohne auch nur ein einziges Wort mit ihm gewechselt zu haben. Ein Mann, ein Wort. So, bevor wir uns mit dem großen Helden unterhalten, muss ich erstmal hier... Kein Problem. Die Wölfe looten. Die andere Wolfstruppe habe ich bedauerlicherweise verpasst. Ja, dann gucken wir einmal, was der gute große Held in seinen Taschen hat. Eine Zinnfigur, aha. Puh, das war knapp. Findest du? Oh, ihr seid es. Was treibt euch denn in diese entlegene Gegend? Ich helfe dem Rattelshof nach dem Angriff der Bestie. Eine noble Geste von euch. Aber ich glaube, das wird nicht notwendig sein. Ich, Parzalon von Streitzig, bin hier, um diesen armen Menschen zu helfen. Ich werde die Bestie stellen und im ehrenhaften Kampf zur Strecke bringen, so wie ich euch gerade aus den Fängen dieser Wölfe gerettet habe. Aber eigentlich nicht ich gerade euch gerettet? Nein, wirklich, ihr müsst mir nicht danken. Aber ich muss zugeben, dass auch ihr euch tapfer geschlagen habt. Deshalb mache ich euch hier und jetzt ein historienträchtiges Angebot. Ihr dürft mich begleiten, wenn ich die Bestie, die den Rattelshof zerstört hat, bezwinge. Parzalon, habt ihr meine Worte überhört? Ihr hattet schon eure Not mit diesen beiden Wölfen. Wie wollt ihr dagegen die Bestie bestehen? Natürlich ist das sehr gefährlich, aber wenn ihr immer schön hinter mir bleibt, kann euch nichts passieren. Parzalon wird euch beschützen. Ach, was soll's, ihr hört mir ja eh nicht zu. Führt mich zu dem Ort, an dem ihr die Bestie wähnt. Das ist die richtige Einstellung. Dann folgt mir, mein Knappe. Gemeinsam werden wir die Bestie in ihre Behausung stellen. Das wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht machen. Eigentlich wollte ich nur... Ich will doch erst die Bauern suchen eigentlich. Parzi. Gut. Geht voran, Parzalon. Da stürmt er davon. Ich soll Parzalon durch den Wald zur Höhle der Bestie folgen. Hoffentlich verletzt er sich nicht. Nandos. M-
Magica Perturbatio. Berserker, aber nichts wirklich Schlimmes dabei. Einkreisen! Kyrotka! Ja, brecht ihren Widerstand! Kyrotka! Ja! Ah, da sind wieder Bogenschützen, die mit. Komm. Giftpfeilen arbeiten hier. Compareo. Nimm das! Für Rondra und Parmalor. Ja. Ja. Jost. Na egal. Ich? Zum Sieg. Dann spiel halt im Nahkampf mit Jost, doch euch. Also, wenn du es nicht machen willst, dann sag's einfach bitte, ja? Habe ich Clarum Purum hier gar nicht hinterlegt. Wo habe ich's denn? Da. Gelinge im Schein der Marder. Meine ganz doofe Frage, aber müsste die Ausdauer der Skelette nicht theoretisch komm, unendlich sein? Komm. Die werden noch nicht müde, die sind untot. Immer diese Goblins. Yalla. Mal hier sind, nehme ich das Würselkraut da oben gleich mit. Bevor ich es am Ende noch übersehe, das wäre eine Katastrophe. Magica Perturbatio. Und der Rest fängt diesen Wolf da ab. Nimm das! Ach, die machen das schon, oder? Also wie lange dauert denn dieses Umreißen? Das hat er noch nicht einmal wirklich machen können. Ich will es einfach nur mal ausprobieren. Die Gegner sind immer viel zu schnell tot. Ich mach das. Wird gemacht. Ich finde es ja nett von Parzi, dass er da im Wald extra auf uns wartet jetzt. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und ich hier ganz in Ruhe Tiere häuten und Kräuter sammeln kann. Wie in den guten alten Zeiten, als die Welt noch in Ordnung war. Wisst ihr noch? Bevor diese ganzen menschenähnlichen Gegner kamen hier. Wisst ihr, und dann darf man einen Ork nicht mal häuten, wenn man ihn getötet hat. Was ist denn nicht richtig mit der Welt?
Wozu habe ich ihn denn dann getötet? So ein schöner Orkfellanzug. Gut, gut. Hat doch was, oder? Kann man doch mal machen. Interessant, dass diese Kräuter hier auf der Karte gar nicht zu sehen sind, ne? Die hätte ich ja fast übersehen. Könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert wäre? Vor allem das Efeuer. Efeuer ist neu, oder? Haben wir schon mal Efeuer gesammelt? Oder ist das wieder so ein Quest-Ding? Interessant, nicht was ich erwartet hatte. Wer hat denn hier seine ganzen toten Wölfe in der Gegend liegen lassen? Können die Leute nicht aufräumen? So, Parsival, du warst eigentlich gerade dabei, uns was zu zeigen, ne? Oh, wartet. Fast. Fast wäre es passiert. So. Wie lange hält dieser Skelettarius? Deutlich länger als der Tierbeschwörungszauber auf jeden Fall, ne? Ha, diesen Goblins haben wir es aber gezeigt. Was meint ihr? Ich würde euch ja gerne beipflichten, aber ich hatte das Gefühl, dass ihr während des Kampfes gar nicht dabei wart. Nicht dabei? Kennte ich euch nicht besser, könnte man meinen, ihr wolltet mich der Feigheit bezichtigen. Natürlich konntet ihr mein waghalsiges Ablenkungsmanöver nicht sehen, welches euch das Leben rettete. Die Rotpelze dachten, ich würde fliehen und sind euch in ihrer Verwirrung direkt in die Waffe gelaufen. So hattet ihr leichtes Spiel, während ich mein Leben riskieren musste, indem ich diesen Monstern den Rücken zukehrte. Klar, wenn ihr meint. Könnt ihr mich jetzt bitte zur Höhle führen, Parzalon? Ja, jetzt soll er mir die Höhle auch zeigen. Ich muss ja nicht unbedingt direkt reingehen, oder? Ich würde nämlich wirklich erst die Bauern retten, denke ich. Zum Fex. Seht nur, der Eingang zur Höhle der Bestie wurde verschüttet. Das Biest muss mit seinem Schweif eine Lawine ausgelöst haben, als es sich in seiner Panik vor mir verkrochen hat. Ich fürchte, ohne einige helfende Hände ist hier kein Weiterkommen. Was schlagt ihr vor? Die wackeren Bauersleute von Rattelshof. Sie können uns helfen, den Eingang freizulegen. Immerhin jagen wir die Bestie ja auch für sie. Ich bin sicher, sie brennen schon förmlich darauf, uns in der Schlacht gegen Geröll und Felsen zur Seite zu stehen. Geht stehenden Fußes zu Bauer Ebergrütz und erklärt ihm unsere Not. Ah. Ich habe einmal eine Geschichte über einen ähnlichen Ritter gelesen. Ich komme nur nicht mehr auf den Namen. Andererseits... Wer braucht noch Bücher, wenn er einen Parzalon von Streitsich kennt? Ach komm, ist doch ein Schatz. Die Höhle hätte ich schon mal gefunden. Aber da gibt es noch ein Problem. Der Eingang ist verschüttet. Vielleicht können mir die Bauern vom Rattelshof helfen, das Geröll zur Seite zu schaffen. Ich sollte mit Ebergrütz sprechen. Ja, aber vielleicht sollten wir vorher die Bauern auch zum Rattelshof zurückbringen. Das könnte sonst schwierig sein, deren Hilfe einzufordern. Ich meine, das ist nur so eine Theorie, aber...
So, das ist da links. Ich will aber, bevor ich da hingehe... Achso, das ist eh in so einer... Doch, richtig gesehen. Wartet mal. Salam. Mir wird gerade bewusst, ja, ich brauche Wildnisleben, ne, damit ich auf der Karte vernünftig was sehen kann. Jawohl. Könnte ich auch nochmal Trall dabei bringen, oder? Rulana hatte das ja alles. Wer weiß, was für Pflanzen ich schon übersehen habe hier. Mein Gott. Oder ich bring's Nasreddin bei. Der hat, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu lernen. Der hat eigentlich die wichtigen Bogenschützensachen hat er alle. Weil der hat es hier schon. Dann können wir die Punkte gleich investieren. Ja, komm. Was soll's. Sei. So wichtig sind die Punkte dann, glaube ich, auch nicht. Also zumindest bei den nicht-magischen Charakteren, weil die haben ja gar nicht so viel, wo sie dann noch was investieren können. Hier hoch wahrscheinlich, ne? Der Baum hier eine Abgrenzung. Ich will ja nur eine vollständige Karte haben am Ende auch. Ne? Also so vollständig wie es geht halt. Sekarian. Magica Perturbatio. Goblins. Friedfertige Goblins, die immer noch aussehen wie Dungeons & Dragons Goblins und nicht wie schwarze Auge Goblins. Das sind doch keine Rotpelze hier. Also jetzt mal ganz ernsthaft. Bleiben stehen. Was du hier wollen? Schnell sprechen. Ich suche eine Gruppe Bauern. Ihre Spuren führen hierher. Du sein Freund von anderen Menschlinge? Dann kommen mit zu Tresha Sula. Tresha Sula? Tresha Sula, sein großer Schamanen. Sie uns führen weg von Oga. Sie ausdenken gute List und seien sehr weise. Sie schon wissen, dass jemand kommen, um zu reden über gefangene Menschlinge. Sie dir alles erklären. Okay. Bringt mich zu eurem Anführer. Du folgen mir. Ich dich bringe zu Schamanen. Gut, dann watscheln wir mal hinterher. Gucken, was sie von uns will, wa? Okay, das sind gar nicht so wenig. Grüße, ich, Tresha Sula, Schamanin vom Stamm, ich dich schon erwartet haben. Mailam Regdai, dein Kommen vorhergesagt. Wie bitte? Ich verstehe nicht. Wer ist Mailam Regdai? Mailam Regdai, sein unsere Mutter, sein... Göttin,
sie mir in Vision erschienen und hat mir sagen, dass du kommen und uns helfen. Wir zum Dank dann deine Freunde freilassen. Ah. Erzähl mir, worum es hier geht, und lass dir ruhig Zeit, ich will alles wissen. Vor ein paar Monaten wurde meine Sippe, wie viele andere auch, von diesem gefräßigen Oger gefangen und versklavt. In seinem Dienst mussten wir plündern und Menschen angreifen, und viele Goblins sind gestorben, um seine Gier zu befriedigen. Doch als wir hier in diesem Tal ankamen, hat es meine Sippe geschafft zu fliehen. Jetzt wollen wir in unsere Heimat zurückkehren, um uns vor dem Zorn der Menschen zu verbergen. Aber dafür brauchen wir eine Schweineherde. Ohne eine Herde werden wir den Winter nicht überleben und als Plünderer oder Söldner arbeiten müssen. Wir würden die alten Bräuche bald vergessen haben und als Sklaven für Menschen oder Schwarzpelze unser Dasein fristen. Das werde ich nicht zulassen. Meine Sippe ist meine heilige Verantwortung und ich werde dafür sorgen, dass sie überlebt. Geh zu dem Bauern da unten und bring mir 5 seiner Schweine, dann lasse ich die anderen Menschen frei. Ich werde mit meiner Sippe im Schutze der Nacht von hier verschwinden und nie wiederkommen. Was sagst du? Ihr seid vor dem Oger geflohen? Den habe ich zur Strecke gebracht. Malamrekdai gesegnet sein, Orvai Kurim deine Hand geführt haben müssen. Oger haben versklavt viele Stämme und gebracht Hass von Menschling gegen uns. Okay, bist du jetzt intelligent oder nicht? Weil teilweise sprichst du in absolut akzentfreiem Garetti und dann kommt wieder dieses Goblin-Yoda-Kauderwelsch hier. Kannst du dich mal entscheiden, bitte? Dann du uns nur 3 Schweine von Bauernhof bringen müssen. Es zwar dann länger dauern bis Herde groß, aber das nicht schlimm. Kleine Belohnung für Tod von Oger müssen sein. Könntest du nicht einfach als Belohnung die Bauern freilassen? Meine Dankbarkeit sehr groß sein. Trotzdem denken müssen an Stammen, wollen überleben. Winter, wir Schweine brauchen für Herde. 3 Schweine ich dafür brauchen, sonst zu wenig. 3 Schweine? Naja, das wird Ebergrütz wohl verkraften können. Dann haben wir eine Abmachung. Egal ob mit Gewalt oder Verhandlungsgeschick, ich muss die Bauern aus der Gewalt der Goblins befreien. Treshasula, die Schamanin des Goblin-Stammes, ist bereit, die Bauern wieder freizulassen. Als Gegenleistung will sie aber genug Schweine, um eine neue Schweineherde züchten zu können. Ob 3 da wirklich ausreichend sind, weiß ich ja nicht, aber okay. Vor allem sollte man darauf achten, dass es halt nicht 3 männliche sind oder 3 weibliche, ne? Eigentlich wollte die Schamanin 5 Schweine haben, aber nachdem sie gehört hat, dass ich die Oger, die ihren Stamm versklavt hatten, besiegt habe, hat sie sich mit 3 Schweinen einverstanden erklärt. Mal sehen, ob Ebergrütz bereit ist, sich für seine Bauern von ein paar Schweinen zu trennen. Ihre Gebärden verraten ihre Angst. Wir sollten kämpfen. Ob der Bauer bereit ist, ein paar Schweine für die Freiheit seiner Leute zu opfern, das erfahren wir dann in aller Ruhe in der nächsten Folge von Drakensang. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.